Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. So, ich habe hier noch ein paar Baumstämme rüber zu schleppen. Und ich glaube, ich mache es jetzt so, dass ich die tatsächlich von hier aus direkt da runterwerf zu Kelvin. Der uns hier fröhlich die Behälter füllt. Die Behälter bei uns an der Basis, wohlgemerkt. Von da unten. Ja. Kaum werfe ich die runter, sind die einsortiert. Unser Treppen-Kelvin ist einfach. Er ist einfach schnell. So, dann haben wir nämlich auch genug erstmal, glaube ich. Da können wir dann den zweiten Stock anzimmern. Aber ich glaube, dann würde ich tatsächlich erstmal auf Tour gehen. Ein paar Fragezeichen, Ausrufezeichen abklappern. Und ich weiß nicht, Virginia kann ich ja sowieso nicht sagen, dass sie hier bleiben soll. Die wird uns wahrscheinlich ein Stück weit begleiten. Was ja aber auch mit der Knarre gar nicht so schlecht ist. Also, ja. Aber ich glaube, Kelvin. Obwohl, doch, ich sag Kelvin, er soll mir folgen. Vielleicht kann er dann sich raus teleportieren. Könnte ja sein, dass er dann, wenn wir eine Weile weg sind, dass er dann sich zu uns teleportiert. Da kommt übrigens schon wieder der Winter, ne? Der Winter naht. Ach, aber ich hätte wenigstens unten gern noch ein paar Spikes. Noch ein paar mehr Spikes fertig. Einfach nur, dass wenn die wieder zahlreich erscheinen, was sie demnächst tun werden, da wir ja die ersten Grüppchen nicht so, ich sag mal, fachgerecht empfangen haben. Hier könnte ich das Holz auch mal mitnehmen. Und auch mal darunter pfeifen. Pfeffern. Ist da alles voll und der füllt jetzt hier schon, oder was? Das wäre krass. So, fürs Lagerfeuer. Weil ein Lagerfeuer müssen wir dann auch irgendwo bauen. Aber das würde ich tatsächlich oben im oberen Stock dann machen. Denn unten will ich eigentlich nur Lager haben. Schlafen und so will ich eigentlich oben. Bett können wir ja bestimmt nach oben bauen dann. So, machen wir die noch weg. Dann ist hier weitestgehend aufgelöst. Ja, denn man braucht ja jetzt tatsächlich Feuerholz, um das Feuer am Laufen zu halten. Man muss wohl tatsächlich Holz nachlegen. Dachte, ich hätte was gehört. Kann man das jetzt eigentlich? Nee, das kann man tatsächlich nicht abbauen. Das hier auch nicht. Ach, weißt du was? Lass das hier mal brennen als Signalfeuer. So, mal ein paar bisschen Geld rein. So, dann diese Stämme hier rein. Nee, geht nicht. Aber wahrscheinlich, weil die noch nicht abgebrannt waren.
Na gut. Dann tue ich die eben auch runter. So, dann die restlichen Hölzer. Hat er jetzt tatsächlich alle unsere Vorratsbehälter am Haus schon aufgefüllt? Und fängt jetzt mit den anderen an, die hier vorne sind. Also das wäre schon krass. Vor allem alles von da unten. Von unter der Treppe. Das ist irgendwie seltsam. Auch ist seltsam, dass hier noch kein einziger Baum nachwächst. Ich meine, die sollen wohl aus Dingern nachwachsen. Aus kleinen, so um die Bäume herum, so kleine Triebe. Aber das ist, fällt mir bisher noch nichts auf. Kann natürlich sein, wenn wir jetzt wieder bei Tag 4 sind oder so. Was sagt's? Ding, Tag 6. Weil ich halt, ja, den Spielstand geändert habe. Deswegen sind wir auch im Tag zurückgesetzt. Aber ja, das ist mir eigentlich relativ egal. Das zieht nur die Angriffe der Kannibalen ein bisschen raus. Okay, die rollen jetzt. Die sammelt er offensichtlich nicht mehr auf. Aber vielleicht macht er gerade Pause. Unter der Treppe. In seinem Unter der Treppe Büro. So, ich glaube, das war's erstmal. Aber ich hätte den schon ganz gern da raus. Es gefällt mir nicht, wenn der da unten. Das ist irgendwie creepy. Der Kelvin unter der Treppe. Huch, waren da Seile? Nö. Kelvin, das ist komisch. Komm da unten raus. Hat er hier die Dinger gefüllt? Unfassbar. So. Hier können wir noch welche hinlagern. Machen wir hier einen schönen großen Berg. Oder Holzscheit, sagen wir so. Dann haben wir auf jeden Fall mal genug Brennholz. Und schön aussehen tut's auch. Okay, ich sehe schon, das gibt einen ganz schönen großen Stapel. Na. So, und wo ist Virginia wieder abgeblieben? Die ist wieder irgendwo. Muss ich erstmal schauen, ob der wirklich, wirklich alle unsere Stammlager gefüllt hat. Das wäre sehr komisch. Vor allem von da unten aus, ne? Und mal wieder was essen. Oh, und ich muss Fische holen. Habe ich ganz vergessen. Habe extra mehr gegessen, dass ich mehr Platz habe für Fische. Aber macht ja nichts. Alter, Kelvin. Du verrückter Nudel. Na, er hat uns hier tatsächlich alle Dinger gefüllt. Ich glaube, ich bin. Oh Mann. Und die hier sind auch voll, ne? Und die hier sind auch voll. Unfassbar. Oh, ich muss was trinken. Ich dachte gerade, da liegen Steine, aber das sind die Dinger. Ist hier? Hier ist leer. Na gut, recht.
Ah ja. So, dann gehe ich mal zuerst kurz die Fische holen. Achso, ne, zuerst mache ich mal hier einen Stock rein. Haben wir Stöcke hier dran? Ne. Müssen wir eigentlich hier mal dran machen. So, das Buch weg. Kleiner Stein weg. Pillen für den Notfall. Flasche, Stein und Stick. Axt ist dran. Speer ist auch dran. Axt will ich dran haben. Stick oder Speer. Okay. Na gut. So. Hier ging nicht, ne? Doch, jetzt geht. Hier ist gut überall. Hier auch. Hier können wir noch besser machen. So. Nur, dass die nicht auf die Idee kommen, da hoch zu krabbeln. So. Keine Sorge, ich mache hier nur noch ein bisschen die Spike-Wand ein bisschen verstärkt. Einfach damit wir, wenn wir auf dem Weg einiges aufscheuchen von diesen komischen Dingen, ach so, ja, Moment. Der stockt mir jetzt hier. Und wenn der stockt, dann mache ich einfach so. Dann geht's wieder. So. Dann haben wir hier noch ein paar. Ich darf den nur nicht wieder zu weit hinmachen. Obwohl, jetzt kann ich sie so hinmachen. Das ist, glaube ich, okay. Huch. Was mache ich denn da? Hier geht's doch weiter. Ach, da ist auch noch einer. Hier, der lugt hier raus. Machen wir hier noch einen. Da noch einen, der dann hier durchguckt. Oh, war's das? Komm, weißt du was, ich mach das jetzt mal fertig. Ach, die Fische wollte ich holen. Ah, ich vergesse immer die Fische. Sie läuft wieder Patrouille. So. Ich glaube, damit haben wir es eigentlich schon fast. Den hier durch den Stapel. Falls die auf die Idee kommen, auf meinem Holzstapel rumzuklettern. Ach ja, hier. Kevin müsste ja hier durchkommen.
Ist Calvin größer als ich? Ach, Calvin, wie siehst du aus? Pass mal auf. Komm mal mit. Ja, und jetzt komm raus. Okay, das ist ziemlich stabil hier, ne? Calvin, das ist falsch. Ich verstehe es nicht. Hä? Ach, das ist kein Ganzer mehr. Ach so. Na dann. Da machen wir Kleinholz raus. Gut. So. Ich brauche noch mehr Fackeln. Dazu brauche ich noch mehr Tuch. Für Tuch muss ich... Was soll das denn? Was ist das? Ach, eine Möwe. Ah, oh, Mann. Ah. Oh. Ach, ich hatte ja noch eine. Gut. Ich gehe mal schlafen. Erstmal speichern. Und dann schlafen. Und dann muss ich die Fische holen. Oh, ganz dringend. Ich bin durstig. Das mache ich nicht hier, sondern das mache ich da drüben. So. Und ich esse was. Und ich esse nochmal was. Ja, da können wir dann zweimal laufen und die ganzen Fische holen. So. Ich sag mal Calvin, er soll noch Stöcke holen. Holzstöcke und Behälter füllen. Ja. Hier Fisch holen und trinken. Tja, die Möwen.
Da muss ich schon husten. Die Möwen. Die haben jetzt ein gechilltes Leben bei uns. Die werden ja nicht mehr angegriffen jetzt. Ich lasse die ja in Ruhe. Ich lasse die Möwen ja jetzt komplett in Ruhe. Behälter ist voll, sehr gut. So, Fische. Wir sind da drin. 1, 2, 3. Kann ich nicht einen in die Hand nehmen noch? Dann können wir noch viel mitnehmen, oder? Fallen lassen. Ja, klasse. Ist ganz weggefallen. Fische. Fisch? Fisch. Ih, der ist vergammelt. Rottenfisch. Weg mit dir. Noch weiter weg. Ach, wenn ich die hier nicht raushol, dann sind die vergammelt. Ist der gut? Nein, der ist auch verrottet. Oh nein. Müsst ihr also alle da rausschmeißen. Die sind alle verfault. Was ist, wenn ich die aufhänge? Also erstmal will ich einen in die Hand nehmen. Ach nee, ich esse den dann gleich, ne? Stimmt. Man kann Fisch nicht in die Hand nehmen, man isst ihn dann gleich. Was ist, wenn ich verrotteten Fisch aufhänge? Ist der dann wieder gut? Wenn das Spiel böse ist zu uns, dann sind wir böse zu dem Spiel. Nein, nicht böse, aber. So. Nee. Nein, nicht hier fallen lassen. Igitt. Ich brauch so eine Art Mülleimer. Ich glaube, ich mache hier meinen Mülleimer. Ja, ich glaube, das funktioniert. Oh. Ne. Okay, die haben es runtergeschafft, er nicht. Und tschüss. Ja, alle runter, sehr gut. Entschuldigung. Gut, dann halt kein Fisch für mich. Gegessen haben wir ja, da müsste sich ja dann neuer fangen. Dann, wie sieht's aus mit Steinen? 10 Stück, okay. Machen wir hier mal weiter. Die Befestigung. Also Kelvin, irgendwie ist das kacke, wenn du hier nicht mehr rauskommst, ne? Ich mach mal hier auch noch welche hin.
mal kurz spitz machen, sonst wird er mir hier angezeigt. Dann will er an den ansnappen. Ach, ich hab doch was auf der Kurzwahl, ne? So. Kann ich mir die Sticks nicht auf die 5 legen? Doch. Und die Steine auf die 6? Okay. 5. 2. Fünf. Zwei. Naja, so. Auch gleich, wenn ich gerade schon die Axt in der Hand habe. So, dann wird unsere Basis, unser kleines Häuschen wird dann rundum geschützt sein. Und wir müssen uns nicht ständig deren annehmen. Ah, nicht doch. So. Was zur Hölle ist hier? Hier ist irgendwas. Stimmt, ist das auch direkt vor Kelvin, deswegen kommt er da nicht raus. Autsch. Ich sollte es lassen, hier unten rumzukriechen. Hey, war hier nicht auch noch einer? Ich dachte, ich hätte hier auch noch einen. Umgerempelt. Und Kelvin hat ihn aufgeräumt. Wahrscheinlich. So. Jetzt brauche ich neue Steine. Ach, das mit den Kurzwahltasten ist halt schon schön. Okay, hier sind die Spikes ziemlich dicht aufeinander. Aber das ist okay so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La la la. 29 Minuten schon wieder, Freunde. Das geht so nicht.
So, Kelvin. Holt Steine und Behälter füllen. Du kannst das so gut von hier unten. Gibt's denn das? Mann, Mann, Mann. Ich bring mich noch selber um hier. Halt, Steine wollte ich. Wie die Steine hier erscheinen, die ihr da unten im Nirvana einsammelt und vom Nirvana aus uns hier die Behälter füllt. Das ist einfach. Das ist einfach lustig. Eigentlich ein cooler Bug. Aber ich will Kelvin rumlaufen haben. Ich will den nicht hier haben. Der hier unten unterm Ding wohnt. Ach, leck mich doch am Arsch. Also ich muss echt besser aufpassen. Ich muss echt besser aufpassen. So, er ist noch dran. So. Ganz vorsichtig. Gut. Ach ja. Oder gehe ich von außen? Ich glaube, ich mache das von außen. So. Ist vielleicht nicht ganz so gefährlich. Gut, dann sollte unsere Basis ziemlich abgesichert sein. Bis auf das Stück, wo Kelvin drin hängt. Aber ich schätze mal, wenn wir auf Wanderschaft gehen und zu Kelvin sagen, er soll mitkommen, dann wird er sich wahrscheinlich irgendwann zu uns zurückbeamen. Hoffe ich mal. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt für immer hier unter der Treppe wohnt. Sonst muss ich darauf hoffen, dass es ein Update gibt, wo man ihn dann irgendwie anstacken kann. So. Ich sag ihm einfach mal, er soll das Radio holen. Vielleicht holt er das ja. Oder kann er das dann auch einfach zu sich her beamen? Das wäre natürlich auch ziemlich strange.
So. Gut, jetzt wird uns hier keiner mehr unter der Basis rumkraucheln. Ich sage immer noch Basis. Unserer Festung, unter unserer Burg. So. Er sammelt da unten immer noch Steine. Ich meine, das mit den Baumstämmen ist ja schon geil. Also, dass der hier innerhalb kürzester Zeit alles, was wir runtergeschmissen haben, hier einsortiert hat, ohne auch nur zu laufen. Und sonst muss er mit jedem Baumstamm dahin laufen. Das ist natürlich schon sehr cool. Aber wie gesagt, ich finde das komisch, wenn der hier unter der Treppe wohnt. Das geht doch so nicht. Was sollen denn die Nachbarn denken? Na, denken die, wir züchten uns hier Menschen. So, das sieht doch schon mal ziemlich eindrucksvoll aus hier. Moment, der läuft doch eh über die Stäbe drüber, oder? Ich glaube schon. Nein. Will ich nicht. So. Da noch ein paar Steinchen hin. Komme ich von da unten eigentlich ran? Kannst du mal Steine und fallen lassen? Und ich nehme die dann? Geht das? Muss ich weggucken oder wie funktioniert dein Trick? Ah. Ist okay. Ich kann mich von hier unten bedienen. Ach. Gut. So, hier ist auch noch... Nein. So. Ach, und er legt mir immer einen hin. Okay. Einen. Ah, Kevin, kommst du jetzt vielleicht raus? Also komm, jetzt musst du doch rauskommen. Tu doch nicht so. Jetzt tu doch nicht so. Wieso kann ich hier keine... Was ist mit denen?
Okay. Was ist nur mit dem Baumstamm, den ich hier habe? Ach! Das ist wieder. Ah. Es ist wieder so ein Dreiviertelbaumstamm. Ich bin doof. Oh, und die Folge ist schon lang zu Ende. Eieiei. Aber schon richtig lang. Hallo. Oh. Ein großer Kollege. Na du? Kelvin. Du. Habe ich den getroffen? Nein, ich treffe den gar nicht. Jetzt habe ich ihn getroffen. Hey, wo ist der denn jetzt? Im Rücken. Du kommst nicht ran an meinen Kelvin. Tja, das war's. Das war's. Was? Meine Pfeile. Kelvin, lass das. Kelvin, stopp. Nicht mehr. Nicht mehr. Oh nein. Füll mal die Behälter oder so. Warte. Warte, ich mach mal einen Steinweg. Wo ist das? Hier halt. Ein Felspfad. Ja, man sieht die Sachen gar nicht. Ach, hier. Oh. Okay. Da kommt die ganze Mumpitzbande. Na ihr? Wollt ihr alle gegen die Stäbe hüpfen? Ja, komm, lauft alle in die Stäbe. Da ist sein Arm los. Da lachen schon die Möwen.
Er rennt auch davon. Ja, und euren Kollege lasst ihr einfach hier liegen? Oh, der hat wieder ein Geldbeutelchen dabei. Holt Steine und Behälter füllen. Hm? Ja. Oh. Was ist mit dir? Hast du auch den Arm verloren? Ja, Leute, ihr müsst aufpassen hier. Ja, das ist jetzt natürlich... Tja. Wo ist der Behälter? Ich möchte ihn nicht hier haben. Nein, nicht essen. Boah, ich dachte gerade. Ich dachte gerade schon. So, wo sind die Arme? Die Arme sind an Ort und Stelle. Den kann man immer noch nicht wegtun. Und mein Felspfad, der hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. So, lass mal sehen. Felspfad, so. Drücken. Bis hier hingehen. E ist fertig. Ach so. Hä, hab ich keine mehr? Nee, tatsächlich. Ah je, Kevin. Kelvin, Kelvin, Kelvin. So, ich habe keine Ahnung, was das soll. Kann ich da nochmal einen zweiten drüberlegen? Hier ist wieder keiner. Ja, Kelvin, ruh dich aus. Du hast hart gearbeitet. Was eigentlich wie? Wie auf Achse? Ja, wie so. Okay. Ich glaube, wie hat am wenigsten Probleme. Weil die einfach immer alles abknallt. Wobei, man hört keine Schüsse, also. Ist da gerade eine Spinne weggehüpft? Von da oben?
Aber hier vorne habe ich jetzt immer noch keinen. Hier gehören doch noch welche hin. So. Gut, die Folge ist lange durch. Und deswegen würde ich sagen, ja, sind wir jetzt soweit gut aufgestellt. Kelvin wird dann höchstwahrscheinlich mitkommen. Ich sage ihm nochmal, er soll mir folgen. Folge mir. Es ist wichtig. Auf Schritt und Tritt. Hat er gar nicht gesehen. Irgendwie kann er da nicht mehr raus. Kann er da nicht mehr raus. Aber was ist denn über ihm? Ich probiere mal so. Jetzt habe ich den Stock da rausgezogen. Ach, wie kommt auch mal wieder, okay. Ich glaube, ich glaube, Kelvin ist zu groß für diesen Balken, kann das sein? Achso, jetzt habe ich hier keine Balken mehr drunter. Moment, ich komme gleich. Das muss ich noch schnell ausprobieren, sonst kann ich nicht gut schlafen. Ah, das sieht schön aus jetzt hier. Vor allem mit den Steinen so. Kell. Wieso kann ich die jetzt da unten nicht ranmachen? Muss ich etwa das ganze Ding da oben abbauen? Ich mache hier erstmal wieder zu. Hat ja keinen Sinn. So. Also, hier ist wieder alles dicht. Kelvin folgt mir nicht. Aber wie gesagt, vielleicht kann er sich ja
Wenn wir auf Achse gehen, jetzt hört er sowieso nicht zu, jetzt ist er gerade. Kevin, Animation beenden. Kollege. Ja? Gut. Versuch mir zu folgen. Ich weiß, du kommst da irgendwie nicht raus, aber irgendwie müssen wir das schaffen. So, hier brauche ich einen Stock. Gut. Geht. So, aber jetzt gehen wir erstmal speichern und schlafen. In dieser Reihenfolge und dann machen wir Folgenpause und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Sons of the Forest. Es ist nämlich verdammt spät schon. Oh, und ich muss sehr dringend ins Bett. So, und dann, oh, sehr hungrig, sehr durstig, egal. Es regnet. Gespeichert habe ich. Ich speichere nochmal. Mit Hunger und Durst. Und dann machen wir, mal Folgenpause und in der nächsten Folge, da gehen wir dann erstmal auf Achse, bevor wir dann den oberen Stock anfangen. Machen wir so. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.